Hallo Guys, ich habe mich gerade mit einem Kontakt von mir unterhalten, einen langjährigen Kontakt, der schon seit über 20 Jahren quasi in der Branche ist und auch entsprechende Verantwortungsbereiche hat. Ja, und Alpine Electronics, um diese Firma geht es. Und der hat mir krasse Sachen erzählt und wir wissen ja alle, Chip und so weiter, es sind ja insgesamt zwei Firmen nacheinander abgebrannt. Das war ja auch sozusagen völlig unabhängig voneinander. Also das ist auch noch nie passiert, sowas in der Art und Weise. Und er hat mir sehr viele Insights gegeben, die ich jetzt hier nicht weitergeben werde, aber auf jeden Fall ist es so, dass man hier sagen könnte, wenn man jetzt die Preise, die dort jetzt entstanden sind, aufgrund der Chip, allein die Frachtgebühren, die erhöht wurden, ja auch. Und also es gibt an allen Ecken und Enden kriselt es wirklich in der Branche. Das fing mit Corona an, da durfte man nicht produzieren. Dann ging es Logistikprobleme, jetzt geht es um Produktions- und Logistikprobleme. Also er meinte, um es mit einem Wort zu sagen, wenn man die Preise oder wenn man sozusagen Fracht und Lieferpreise und so weiter, wenn man das eins zu eins weitergeben würde, dann würde heute auf einen Schlag die Xbox von Microsoft genau das Doppelte kosten müssen, ne? Nur um die gleiche Gewinne zu haben, die gleichen Margen und so weiter. Und es wird mindestens noch ein Jahr dauern, bis sich das normalisiert. Aber das ist schon, also man bekommt de facto auch in der Gaming-Industrie also seit einigen Jahren keine PlayStation mehr zum Beispiel, ja? PlayStation. Ich kenne mich da nicht so aus, aber Xbox ist wieder von Microsoft, stimmt ja. PlayStation ist von Sony, ja. Die betrifft es, glaube ich, noch mehr. Aber halt auch die ganze Autoindustrie. Also teilweise ist es so, dass man, wenn da nur eine Stunde das Förderband dann stillsteht bei BMW oder so, dann muss man da Millionen von Strafe zahlen. Und es ist also wirklich sehr, sehr heftig. Und wir müssen alle schauen, dass wir da durch diese Krise wieder durchkommen. Denn das kann natürlich auch, sagen wir mal, diverse Kettenreaktionen dann auslösen. Ja? Also es ist einfach nichts mehr, was halt keinen Chip. Es gibt nur noch sehr wenige Dinge, wo kein Chip drin ist. Ne? Und wenn da sich halt auf einmal die Preise verdoppeln, dann wird es halt immer so weitergegeben. Und das ist natürlich schon kurzfristig zumindest mal sehr gefährlich. Wollen wir mal hoffen, dass sich da die Preise und damit die verbundene Inflation, dass sich das wieder alles normal einpendelt. Dass wir eine gewisse Grundinflation haben werden, das glaube ich schon. Aber dass sich natürlich dann die Preise von heute auf morgen verdoppeln, ja. Das wäre ja eine Inflation von 100%, ja. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Story. Als wie jetzt sozusagen die Inflation, die halt über die Geldmenge und so weiter hat, quasi bewusst provoziert wird. Ja. Also soweit mein Beitrag zum Thema Inflation. Ich habe da immer mal wieder gute Insights durch mein Netzwerk. Die werde ich dann auch mehr oder weniger auch bei mir auch hier veröffentlichen oder teilen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert bieten und ansonsten, natürlich kann ich nicht immer so ins Detail gehen. Also die Details, die ich so bekomme, kann ich natürlich nicht hier irgendwo veröffentlichen, irgendwo auf YouTube oder sowas. Das ist ja völlig unmöglich, ne? Ich bin ja auch schließlich kein Journalist. Bis dahin, tschüss.